Buchstabensuppe 30 Gramm Margarine schaumig rühren, 1 Ei zugeben, 20 Gramm geriebenen Edamer, 50 Gramm Mehl und 20 Gramm gehackte Kochschinkenwürfel zufügen, zu Klößchen formen. 1 Beutel Buchstabensuppe, Klammer auf zum Beispiel Knorr, Klammer zu, in 750 ml kochendes Wasser geben, 140 Gramm Brokkoli und Klößchen zufügen, 10 Minuten köcheln lassen, mit 1 Esslöffel gehackter Petersilie servieren, pp 4.